herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum neuen KW. Einen wunderschönen guten Sonntag von der Ostsee. Alter! Ja, Bums ist nicht an! Alter! Der blanke Huhn! Der blanke Huhn! Einen wunderschönen guten Tag miteinander! Ich genieße hier gerade den strahlenden Sonnenschein, bräune meinen Oberkörper etwas und möchte mit euch jetzt hier die KW abhalten. Ich befinde mich jetzt hier 3 Tage bei meinen Eltern und niste mich in deren Ferienwohnung ein. Im Anschluss geht's mit dem Seibt nach Polen. Ich hoffe, heute wird noch ein bisschen gutes Wetter, weil es ja eigentlich die ganze Zeit regnen soll. Ich bin froh, dass ich überhaupt mal 20 Minuten ohne Regen bekomme. Das ist echt krass. Und ich hoffe, hier wird auch der eine oder andere IRL-Stream stattfinden können. Ich möchte mich auf jeden Fall mal ins Meer begeben. Seinen Zaubertrick vorführen, wünscht sich Meister August. Ich hoffe, das zählt, Alter. Gut. Bilal, Grüße gehen raus. Es wird vermehrt nach dem Unboxing der Aschebox gefragt. Zum Album, was bleibt des... Oh, es kommt Regen. Ach, scheißegal, ich ziehe das jetzt durch. Auch wenn es in Strömen regnet. Was bleibt des Asche? Der gute Mann hat mir eine Box zugesichert, aber scheinbar bin ich als irrelevanter Ossi einfach in Vergessenheit geraten. Die Box kam bisher nie an. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie nie verschickt wurde. Wenn ihr auf Instagram Asche vielleicht nochmal anschreibt und sagt, ja, hier wurde jemand vergessen, wäre das geil. Es regnet aufs Display. Ich hoffe, das Video wird nicht einfach unterbrochen jetzt. Naja. Nicht so einfach, wirklich. Jedenfalls habe ich noch 3 Tage, um Alkohol zu genießen. Der alkoholfreie September rückt immer näher und ich bekomme langsam schon Schnappatmung. Ich bin schon auf der Suche, das irgendwie zu ersetzen, wie man sieht. In welche Städte würdest du kein zweites Mal fahren? Mir ist nur Chemnitz und Zwickau eingefallen. Das waren wirklich die schlimmsten Erlebnisse, die ich jemals hatte. Mit Abstand. Was? Was? Sorry, die Antidepressiva kicken massiv. Was hat dich diese Woche traurig gemacht? Mein Fahrrad, also der Pedalenaufhänger, das Wetter und die Abbuchung vom Finanzamt. Sonst eigentlich nichts. Ich bin gerade relativ glücklich. Wobei es jetzt halt wirklich anfängt zu regnen. Was war dein größter Pfandbon bisher? Der war bei ca. 76 Euro. Davon war aber ein Großteil Pfandflaschen, Bierflaschen. Ich weiß, es muss auf jeden Fall mal dreistellig werden. Wenn du es dir leisten könntest und dir das Geld egal wäre, würdest du dir eine Villa oder ein Hypercar kaufen? Das sind auf jeden Fall 2 Sachen, die ich mir nicht kaufen würde, egal wie reich ich wäre. Also könnte ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Wenn das so viel ist, dass mir alles egal ist, dann kann man sein Geld immer noch besser investieren als in die genannten Dinge. Aber dann wäre das wahrscheinlich eher das Auto, weil ich könnte mir nicht vorstellen, in einem riesigen Haus zu leben. Für mich eine sehr unangenehme Vorstellung. Mein Handy ist zum Glück wasserdicht, deswegen habe ich jetzt auch mit dem aufgenommen statt der Kamera. Ich hoffe, das bricht die Aufnahme nicht ab, wenn so ein fetter Regentropfen auf das Stopp-Symbol kommt. Genau 30 Tagen soll das KFC in Dresden eröffnen. Tragt euch schon mal in den Kalender ein, ich werde auf jeden Fall am Start sein. Hui. Würdest du gerne mal bei sowas wie 7 vs. Wild mitmachen oder 7 vs. Wild, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. An sich schon, ist eine geile Sache. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dort definitiv als erster anfange rumzujammern, weil ich ein Weichei bin.
Aber genau aus dem Grund muss ich es eigentlich dringend mal machen. Und zu Call of Duty Vanguard werde ich mich gar nicht erst äußern. Dieser Müll kommt mir nicht auf die Festplatte. So. Alles Wichtige erzählt. Ja, ich weiß, die Woche sind noch andere Dinge passiert, aber ich bin jetzt nicht der, der sich zu allem hier äußert. Und das waren wirklich fast alle Fragen, die mir gestellt wurden, die ein bisschen Substanz hatten. Jetzt geht es an die wirklich wichtigen Dinge. Alter. Junge, ich komme aus der Stadt Hagen. Ich komme aus Hagen. Ihr habt irgendjemand eine Nummer drin? Warum gibt man 4 Nullen als Nummer an? Ja. Oh nee, was ist denn das jetzt? Junge. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Was ist denn heute los? Nicht erreichbar. Junge! Was ist denn? Ohne Witz! Ich stehe im Strömen im Regen und will einfach nur heim. Geht jetzt noch einer ran hier? Ja, hallo, hier ist Mick. Mein Name ist... Hallo, ich melde mich wegen Ihrer eBay Kleinanzeige. Ja? Mein Name ist übrigens ebenfalls Mev. Und dem Tisch ist der noch zu haben? Ja? Na, das Bügeleisen. Der Bügeltisch. Ja! Ja, der ist noch zu haben. Famos, geliebter Onkel, ich befinde mich hier gerade am Strand in einem im Regenguss. Ja. Hallo, sind Sie noch dran? Der Bügeltisch ist noch zu haben, wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie. Ich komme jetzt vorbei. Sie wissen doch gar nicht, wo es ist. Doch, ich weiß, wo Sie wohnen. Ich muss mich dringend unterstellen. Darf ich bei Ihnen erstmal ins Trockene? Sie können nicht ins Trockene. Ich bin ja gar nicht da, wo der Tisch ist. Ja, aber Sie sind doch gerade im Trockenen, oder? Wir beenden das Gespräch auch. Nein, nein! Was wollen Sie denn? Na, ich will ins Trockene. Es regnet. Gehen Sie an der Tankstelle. Tschüss. Was ist los? Ah!